Heute geht es darum, wie das Festnetzinternet zu euch nach Hause kommt. Dafür gibt es drei Varianten: DSL, die sogenannte Telefonleitung, über Glasfaser oder aber auch über unser Kabelglasfaser. Das Kabelglasfaser ist vielen von euch auch als TV-Kabel bekannt und wurde in den 80er Jahren verlegt in Deutschland, insbesondere vor dem Hintergrund, TV in viele Haushalte zu bringen. Durch die technologische Weiterentwicklung wurde zur Jahrtausendwende das Kabel rückkanalfähig. Das bedeutet, dass die Daten in beide Richtungen übertragen werden konnten und hat so den Weg gebahnt, um Internet über das TV-Kabel zu übertragen. Heute sind wir in der Lage, über unser Kabelglasfaser 22 Millionen Haushalte mit dem Gigabit zu versorgen.